Heute werde ich mein selbstgebautes Motorboot zum ersten Mal testen. Es sieht zwar noch nicht so aus wie ein Motorboot, aber dafür kann man es wie einen Rucksack auf dem Rücken tragen. Das Metallgestell ist der Hauptrahmen und in der roten Tasche ist alles drin, was man braucht, damit der Rahmen schwimmen kann. Zuerst einmal wird alles ausgepackt. Diese beiden gelben Teile sind die aufblasbaren Schwimmkörper. Und das Holzbrett hier ist die Sitzlehne. An den Ecken des Rahmens werden Metallstangen angebracht und dazwischen jeweils Aluminiumrohre gesteckt. Weitere Kleinteile wie der Luftpumpenschlauch und ein paar Riemen sind auch noch mit enthalten. Der Zusammenbau des Rahmens ist ganz einfach. Ein Aluminiumrohr wird jeweils zwischen zwei Metallstangen geklemmt und diese werden dann einfach in den Rahmen geschoben. Dann werden die beiden Metallstangen je mit einem Stift gesichert und anschließend die Klemmmuttern festgezogen. Okay. Hier das Ganze nochmal aus der Nähe. Als nächstes werden die Schwimmkörper aufgepustet und dann wird der Rahmen darauf gesetzt. Die Schwimmkörper werden einfach mit Riemen gesichert. Als letztes muss nur noch die Sitzlehne befestigt werden. Später eignet sich dann ein aufblasbares Kissen gut, damit es sich bequemer sitzt. Nun wird's spannend, denn ich setze das Boot zum ersten Mal ins Wasser. Es sieht zwar noch etwas wackelig aus, aber es schwimmt und ich kann erstmal eine kleine Runde paddeln. Weil das so gut geklappt hat, schraube ich gleich den Motor an. Nun kann ich den Motor ins Wasser klappen und hoffen, dass er anspringt. Nach einer Weile tut er das auch. Nach einer erfolgreichen Testfahrt, ohne groß nass zu werden, komme ich bequem mit dem Paddel an Land. Als erstes baue ich den Motor wieder ab. Das Boot selbst lässt sich auch ganz leicht aus dem Wasser heben. Okay.
Um das Boot abzubauen, brauche ich nicht lange. Das Sauberwischen der Schwimmer geht viel schneller als bei einem Schlauchboot, da die Schwimmer keine Falten haben. Während die Schwimmer noch ein bisschen nachtrocknen, kann ich schon mal den Rahmen zusammenbauen. Das geht genauso schnell wie beim Aufbauen. Die Schwimmer selbst werden einfach wie Feuerwehrschläuche zusammengerollt. Nun muss alles nur noch eingepackt werden. Den Riemen befestige ich so am Rahmen, dass man das Ganze dann wieder wie einen Rucksack aufsetzen kann. Der erste Test ist also bestanden und ich kann mich freuen, ein Motorboot zu haben, was man wie einen Rucksack transportieren kann.